hier das Produkt Ophio. Das ist eine Plattform für Transportmanagement und Telematik. Wir haben jetzt hier auf der Messe einfach mal einen typischen Arbeitsplatz ausgestellt. In welchem Werk wäre das zum Beispiel der Fall? Das könnte jetzt hier zum Beispiel die Sicht eines Nutzers sein, der in einem Betonwerk sitzt und dort die Einsatzplanung sowohl seiner Steuerung, der Produktionsanlage, als auch der Fahrzeuge, die im Feld den zum Beispiel Fertigbeton ausfahren. Das heißt, da haben wir immer die Anforderung, dass ich auf einem Mischturm sitze, verschiedene Kunden gleichzeitig bedienen muss, verschiedene Baustellen. Und an den verschiedenen Baustellen laufen die Fahrzeuge den Beton von dem Werk zur Baustelle fahren und wieder zurückfahren. Und die Schwierigkeit ist, dass ich es so planen muss, dass an der Baustelle laufend die Entladung stattfindet, dass kein Fahrmischer zwischendurch warten soll, weil der Beton in den Fahrmischern nach 45 Minuten hart wird. Und deshalb muss ich eine laufende Entladung haben. Und gerade bei großen Baustellen, großen Brücken oder ähnliches, habe ich auch eine gleichzeitige Bedienung von verschiedenen Werken. Das heißt, ich plane über unterschiedliche Produktionsstandorte. Und ich kann da mehrere Baustellen gleichzeitig im Überblick behalten, sozusagen. Ganz genau. In diesem Beispiel habe ich jetzt hier mehrere Aufträge, mehrere Baustellen auf der linken Seite. Ich habe hier für jedes Fahrzeug eine Zeile, wo ich sehe, in welcher Reihenfolge die entsprechend ausgefahren werden. Okay. Ich habe eine Kartenansicht, in der ich sowohl die Baustellen als auch die Fahrzeuge sehe. Und ich habe hier über den gesamten Tag eine Übersicht meiner Auslastung sowohl der Fahrzeuge als auch der Werke, der Produktionswerke. Und bin dann immer up to date. Und wie sind Sie mit den Fahrern in Kontakt? Das läuft über eine separate Applikation. Ich habe die Hundenummer ausgestellt. Wir können nachher nochmal andere Geräte uns anschauen. Okay. Das heißt, ich habe eine komplette Prozessintegration des Fahrers. Das heißt, ich muss ihn nicht ständig anrufen und fragen, wo ist er denn jetzt, sondern ich sehe ihn über GPS-Ortung, wo er sich gerade befindet. Es gibt Statusmeldungen durch den Fahrer und wann ich immer irgendwelche Schwierigkeiten habe, kriege ich eine Rückmeldung. Und über die Positionsmeldung sehe ich laufend, was passiert gerade im Feld und kann darüber hochrechnen, wenn irgendwann irgendwelche Probleme auftreten sollten.